Den Deutschen Buchpreis 2017 für den Roman des Jahres verleiht die Börsenverein des Deutschen Buchhandelsstiftung an Robert Menasse. Ich bin sehr gerührt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe natürlich keine Dankesrede vorbereitet, weil ich ja nicht gewusst habe, dass ich den Preis bekomme und ich schon seit langer Zeit nicht mehr für die Schublade arbeite. Ich habe das wirklich nicht gewusst. Aber was ich wirklich gewusst habe, war, dass jeder von uns Nominierten diesen Preis verdient hätte. Sie werden sie hoffentlich auch alle lesen und auch die von der Longlist und so weiter. Ich kann mich ja darauf verlassen, weil Sie alle Roman- und Literaturliebhaber sind. Ich danke der Jury. Es ist ja sinnvollerweise nichts anderes zu sagen als Danke. Ja, und ich danke der Jury. Ich sage mehrfach Danke. Und wenn ich zwei, drei Minuten reden soll, dann möchte ich eine kleine Information anfügen an diesen Roman, der jetzt ausgezeichnet wurde. Wenn Sie da jetzt einen Europaroman preisen und loben, dann freut mich das, weil das wirklich ein prägender und unser aller Leben beeinflussender Prozess ist. Ich glaube, der entscheidende in unserer Lebenszeit, ob das Projekt glückt oder ob es wieder einmal scheitert und mit den Worten von Stefan Zweig die europäische Zivilisation zerstört. Aber hier an dieser Stelle möchte ich eine kleine Sache anfügen. Es gibt ja sehr viele Klischees im Hinblick auf die europäische Beamtenschaft. Ich habe versucht zu zeigen, dass sie Menschen sind, wie Menschen ticken, was manchmal furchtbar ist. Ja. Aber doch manchmal auch mit großem Engagement. Es ist menschengemacht mit allen Abgründen, die das zur Folge hat. Aber hier muss ich das auch noch daran erinnern, es war der Generaldirektion für Kultur in der Europäischen Kommission zu verdanken, dass sie mit enormem Engagement verhindert hat, dass Amazon mit der Klage durchkommt, die Buchpreisbindung aufzuheben. Es war die Generaldirektion für Kultur der Europäischen Kommission, die das Sterben von abertausenden Buchhandlungen auf diesem Kontinent verhindert hat. Und das verdient auch Applaus und vielleicht auch ein bisschen ein anderes Verhältnis zu dieser manchmal sehr schrulligen, aber manchmal sehr tapferen Institution. Vielen Dank. Applaus.